Ja, herzlich willkommen zurück zu Mafia 3. Nachdem ja vorhin das Spiel völlig unvermittelt abgestürzt ist, als ich die Eintreiber bei ihrem Versteck erwischt hatte und denen eine Annäherungsmine hingeworfen habe, genau in dem Augenblick stürzt das Spiel ab. Dafür werde ich mir jetzt mal hier diesen Typen da noch vorknöpfen. Ups, Verzweiflung. Wo willst du hin? Nett. Heinz und Humse und ich stehe eigentlich dem nächsten Vollstrecker auf den Füßen. Da wollte ich überhaupt nicht hin. Hoppla. So war das jetzt auch nicht gedacht. So. Wo ist der sich... Ach. Wenn du dich gerade so anbietest. An alle Einheiten. Verfolgung beendet. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Gut. Habe ich mehr geschafft, als ich jetzt eigentlich erwartet habe. Aber das ist okay. Ich denke, das war's dann. So viel Blut. Wo ist... Hä? Pizze wird aber nicht angezeigt. Auch nett. Irgendwie nervt das Spiel jetzt gerade in dem Sinne, dass es gerade nur Käse macht. Lässt den Mauszeiger aus dem Spielfenster rauswandern, obwohl ich hier eine Vollbildansicht habe. Klickt daneben, Spiel wird klein und so weiter. Spiel stürzt ab. Ich möchte mal wissen, was da gerade los ist. Spaß ist was anderes, Leute. Auf der Suche, ja, wer sucht mich denn hier? Ich brauche eine Lieferung raus zum French Wall. Ich mache mich schon auf den Weg zu dir. Hab hier Bargeld zur Aufbewahrung. Ich warte im French Wall. Bin gleich brauchst da. Du irgendwas? Okay, zeig, was du auf Lager hast. Und? So, Sprengstoff. Sprengstoff kann man immer gebrauchen. Ja, wie ist abgeschlossen?
Was wickeln wir heute ab? Ah, und die Dame hat Kickback bereit. Damit sind wir wieder ein bisschen mehr bei Kasse als ursprünglich. Das ist auch nett. Nicht weiter wegen dir. Cassandra meinte, ich soll mich melden. Ich könnte Hilfe bei dem Telefon brauchen. Klar doch. So, und damit bin ich jetzt eigentlich wieder bei dem Thema Verfolgung. Folgt uns jemand? Ich glaube, der Wagen ist schon eine Weile dort. Und wollt ihr jetzt mal weiterfahren, jetzt folge ich euch und ihr fahrt nicht. Ach Leute, ihr ärgert mich aber gerade ganz schön, wisst ihr das? Ich möchte eigentlich diesen Auftrag da erledigen und die Leute zu ihrem Versteck verfolgen. Aber irgendwie will mir das nicht gelingen. Ist ja wirklich mal bekloppt gelöst. So. Wenn ich jetzt hier noch ein bisschen rumgurke. Finde ich dann wieder so ein Auto zum Verfolgen oder nicht? Oder... yep. Zum Verfolgen oder töten? Was läuft denn hier? Ich spreng's Auto in die Luft und es löst sich einfach auf. Irgendwie ist das Ganze doch oberfaul, oder? Yeah.
Okay, die gehen alle rein. Oh, das ist wie vorhin auch. Treffen sich da alle zum Spielen. Noch zwei. Marina will dieses Baby sehen. Kannst du vielleicht den Familienkram aus dem Spiel raushalten? Ignoriere ihn. Kommt doch alle rum am Wochenende. Wir freuen uns auf euch. Bin ich gespannt. Wird wahrscheinlich jetzt der gleiche Ablauf sein wie das letzte Mal. Ich guck mir das mal an. Den Typ rauslocken, dann noch einen rauslocken, Granate hinwerfen und abstürzen. Dann fress ich aber irgendjemanden. Meine Brieftasche fühlt sich ziemlich leicht an, Leute. Kann sein, dass ich es packen werde nach dieser Partie. Ja, ist genau der gleiche Ablauf wie vorhin auch. Dann kommt der Typ raus. Was war das denn? Noch zwei. Marina will dieses Baby sehen. Ich schiebe. Hä? Ich muss den Spiel raushalten. Kommt doch alle rum am Wochenende. Wir freuen uns auf euch. It's wild, and it comes in every bottle. Try some. Wow! Nothing like a swift kick in the pants to perk you up. Habt ihr das gehört? Zeig dich! Ist der zur Hölle? Verdammt! Das ist beschissen! Ah, okay, okay. Ja, warum hat auch die Granate da nicht gezündet? Kacke. Dann halt jetzt so rum drauf gegangen. Oh,
Ach so? Aha. Nachdem er mit angehört hat, wie Harry auf deine Anwesenheit reagierte, hat Crowley genug schmutzige Wäsche für seinen nächsten Schundartikel. Okay. Na, das probieren wir doch mal aus. Auto versenkt, das ist okay. Ah, nee. Kannst du mir einen neuen Wagen ins French Ward schicken? Ei, ich bring ihn dir sofort rüber. Beeil dich, sonst sind die Typen weg. Weg. Shit. Ersatzheiße Reifen, wie bestellt. Ich weiß, dass du schätzt. Also schön lassen wir das mit der Verfolgung. Trying to get past the midweek hump. Come out to the Frank Ward. It's your Uncle Lou Marcano here, letting you know that every night is the weekend in the French Ward, home of the 4 o'clock happy hour. That's right. Historic landmarks like the Mystic and the 800 Club will be offering discount drink specials Monday through Thursday, every week. Can you believe that? And if you... Wie komme ich da jetzt ungesehen rein? Los, verpiss dich. Hast du das gesehen? Was schleicht der da rum? Es ging gleich. Typ in Unterhosen. Was schleicht der Verpiss dich. Mein Fehler. Jemanden auszurauben. Was hat der Bursche vor? Verschwinde von hier, Nigger. Was hat der Bursche vor? Verschwinde von hier, Nigger! Was soll das sein? Huh?
Cassandra meinte, ich soll mich melden. Ich könnte Hilfe bei dem Telefon brauchen. Warte mal eine Sekunde. Leute nicht sehen. Ich kann das Skelett der Welt sehen. Jetzt, wo du sagst, was dagegen, wenn wir den Leutchen eine Show liefern? Oh, Verzeihung. Mir fiel da schon was ein. Aus dem Weg. Pass bloß auf, du! Sag mir mal, das war ein Versick. Pass auf! Mir fiel da schon was ein. Die Realität ist nicht real, Mann. Wie kann das... Ich brauche eine Lieferung raus zum French Ward. Komme schon, nur einen Augenblick. Irgendwie habe ich das saublöde Gefühl, dass das mit stillem Ausrauben nichts wird. Okay, zeig, was du auf Lager hast. Ich glaube, das war's erstmal. Guck mich an, wenn du mich brauchst. Macht's dir nichts aus, dass die ganzen Leute dich sehen? Ich hab uns gesagt, diese neue Maschine soll uns helfen, Ordnung im Büro zu schaffen. Aber ich und die anderen Mädels verpflichten die meiste Zeit da. Achtung! Achtung! Pass bloß auf, du! Oh, ich trampel. Achtung! Oh, Verzeihung! Vorsicht, du blöde Sau! Wo kommt der Typ her? Heilige Scheiße, bloß weg hier! Heilige Scheiße, bloß weg hier! Eine Show liefern. Die Realität ist nicht real, Mann. Ich weiß nicht, was nach der Verzeihung. Mir fiel da schon was ein. Hallo? Alles in Ordnung? Oh nein. Was ist das zum Kuckuck? Geht auch nett. Hallo? Alles in Ordnung? Okay, ging einfacher als ich erwartet hatte am Schluss. Aber mein eigentliches Ziel hier habe ich immer noch nicht erreicht. So, da haben wir jetzt noch einen Vollstrecker. Tja. Dann knöpfe ich mir jetzt mal noch die eine. Ja, beinahe hätte es Ärger gegeben. Noch einen Sicherungskasten machen wir mal auf. Thank you.
Ernst, verdammt nochmal? Du kennst jede Menge Muschis und willst grad Würstchen mitbringen? Mann, ich sollte dich wieder ausladen, du Blöder. Okay, gibt's da keinen Weg rein, an den Sicherungskasten zu kommen? Kommt schon. Und draußen fährt wieder ein Verfolgerauto vorbei und ich bin nicht da. Toll! Sehr interessant. Hier haben sie jetzt wirklich mal physikalisch richtig den Wasserstrahl berechnet. Bei einem anderen Spiel hat es dann plötzlich nämlich im Auto geblubbert, wenn man so einen Hydranten umgefahren hat. Aber hier funktioniert's. Heißt es wirklich, alle guten Dinge sind X. Es wird doch wohl jetzt mal möglich sein, dieses eine Thema hier zu erledigen.
action at the Smokin' Dixie Speedway. Sunday, Sunday, Sunday. 180 mile an hour top fuel dragsters, top fuel funny cars, factory hot rods. Get your tickets now and see Crash-O-Rama. Demolition Derby to the dead. It's the wildest show on wheels. Fun for the whole family. Sunday, Sunday, Sunday. Nice drive. Those new golf clubs must have cost you a pretty penny. Not a dime. I got them with my big break coupon. Big break? Here, have one. Tastes great. That's because of Big Break's patented activated charcoal filter. All the pleasure comes through, but none of the harshness. And see right here? A coupon comes with every pack. How many coupons for the golf clubs? Only 1,000. Okay then. Guess I got some smoking to catch up on. Perfect place for a romantic weekend? A luxury hotel where you can escape into a world of beauty, opulence, and romance. Come to New Bordeaux's most elegant hotel, the Royal Hotel, where guests are treated like... Wie viel? 30.000? Okay. Die 30 nehme ich gerne mit. Jetzt hat das Spiel wohl keine Lust mehr gehabt, hier Schwierigkeiten zu machen, oder wie? Nachdem es bloß ein Hansel war, der da in der Höhle war. Tja. Alle guten Dinge sind drei und plötzlich geht's einfach. Manchmal weiß ich auch nicht so recht. Hab ihr Bargeld zur Aufbewahrung? Ich warte im French Ward. Bin gleich da. Der kommt direkt auf mich zu. Willst du was einzahlen, Darling? Was gut, Koffer. Bonsoir, schön. 40.000. Sehr schön. Gut. Okay, nachdem wir das jetzt endlich gelöst haben, gibt es hier natürlich noch ein paar Vollstrecker zu erledigen. Aber die schauen wir uns in der nächsten Runde bei Mafia 3 an. Und ich würde sagen, für heute machen wir Schluss. Trotz des Ärgers mit dem Spielausfall vorhin hoffe ich, ihr hattet viel Spaß dabei, euch das hier anzuschauen. Ja, lasst euch einfach überraschen, wie es weitergeht. Ich wünsche euch alles Gute, eine gute Nacht, schlaft gut und ja, schaut bei Gelegenheit bitte wieder vorbei. Ich würde mich natürlich sehr freuen, auch über jegliche Kommentare und ein Abo meines Kanals ist natürlich immer gerne gesehen. Von daher, haltet die Ohren steif und bis demnächst. Tschüss!